Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Ein fettes Sorry, dass der letzte Part etwas länger geworden ist als die gewöhnlichen Parts. Oder naja, die eigentlichen gewöhnlichen Parts. Wir haben aber dafür zumindest im letzten Part doch noch so ein bisschen was geschafft. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch mal froh, wenn ich zum Beispiel einen längeren Part habe, dass ich dann ein bisschen häufiger failen kann und darf. So. Jetzt stöpseln wir das hier wahrscheinlich ein. Genau, das ist irgendwie der Kondensator oder so ein Schmarrn. Oder Stromverteiler oder sowas in der Art. Und schwupps geht das hier runter. Richtig. Grandios. Das hat natürlich prima funktioniert, in Anführungszeichen, weil ich wollte eigentlich nur hier hochklettern und bin ein Stück runter gestolpert. Aber gut. Ach, wenn ich das schon sehe, speichere ich lieber mal. Leute, wieder die Sache, die ich. What? Aber jetzt will mich aber das Spiel echt ein wenig foppen. So, warte, ich bin ja hier eh im Raum drinne. Jetzt kann ich eh nichts mehr dran ändern. Was passiert, wenn ich das mache? Okay. Darum kann ich. Und jetzt muss ich mich auch schon wieder heilen. Boah, Frechheit. So, und deswegen speichere ich jetzt nochmal, weil ich werde jetzt nochmal kurz reingehen und nochmal gucken, ob da noch was ist. Ansonsten. Ja, war das klar. Das war abzusehen. Das war also dieser Bereich, wo wir von oben nicht hätten reingekonnt, weil, ihr habt es ja gesehen, ganz viele Dorn- und Stachelkram ist. So. Trotzdem die Frage, was hat uns das jetzt gebracht? Wir sind wieder hier oben, ja. Wir könnten wieder grandioserweise das eine Labyrinth da machen oder wir. Gucken mal, ob wir auch von der anderen Seite da hinkommen. Da ist das Wasser. Muss ich vielleicht jetzt doch okay, nichts hat mich bis dato so verwirrt wie dieses Opernhaus. Ich weiß grandioserweise, dass es halt so heißt wegen dem Speicherstand, aber ich weiß nicht zur Hölle, wie ich jetzt wo, wie, wann hingehen soll oder zu machen ist. So, also wir kommen jetzt hier wieder in die Mitte. Bin mir nicht sicher. Die Klappe da unten ist auch schon geöffnet. Jetzt wäre eigentlich der einzige logische Schritt, irgendwie zu gucken, dass wir da hinkommen. Aber ich denke mal, dafür müssen wir eine Etappe tiefer. Oder gehe ich mal von aus. Da muss aber auch eine Tür sein irgendwo. Oder ich muss nochmal über die Bühne dackeln, wie ein. Depp, nee, warte, das ist ja auch Blödsinn. Da bin ich ja da hingekommen. Ah, Leute. Boah, bevor mein Hirn jetzt gleich sagt Tschüss, gucke ich mir, glaube ich, mal ganz kurz einen Guide an. Es tut mir sorry. Ich weiß, sowas macht man für gewöhnlich nicht.
Aber das hier macht gerade mein Gehirn, was der Sommer vor ein paar Tagen schon bei meinem Gehirn gemacht hat. Von daher, bis gleich. Ne? Bis gleich. Okay, Leute, ich habe ungefähr einen Plan, wie es weitergeht. Dafür müssen wir allerdings, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, dafür müssen wir allerdings nochmal zum Fahrstuhl zurück. Ihr werdet es nicht glauben, aber tatsächlich ist der Fahrstuhl eine Art Schlüsselpunkt in dem Fall. Ich habe es auch selber nicht geglaubt, als ich es festgestellt habe. Und wir setzen zum ersten Mal die Uzis ein, die wir irgendwann auch mal eingesammelt hatten. So, jetzt warten wir kurz, dass der Fahrstuhl hier oben ist. Und sobald er dann oben war, setzen wir uns rein. Und bewegen uns nach unten. Ja, grandios. So, Sportmuni darf auf keinen Fall fehlen. Ich weiß nicht, warum die übrigens auch die falschen Kugeln für ihre Waffen mit haben. Das wollte ich mal ganz kurz gesagt haben. Nee, das war der falsche Hebel. Oder? Nee, Quatsch. War komplett der richtige Hebel. Habe ich jetzt putt gemacht? Ich krieg sowas ja ab und zu ganz gerne hin, ne? Ach, egal. Wir schwimmen erstmal hier ein bisschen herum. Freuen uns ein bisschen. Greifen uns dann hier das Motherboard, weil ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Art Motherboard. So ein altes. Aber wenn ihr euch mal einen uralten PC-Motherboard anguckt, im Vergleich zu diesem, was ich hier gerade eingesammelt habe, vom Objekt her, ne? Ihr werdet mir recht geben, theoretisch. Das halt gleich aussieht. So. Hier ist ein Hebel. Den sehen wir auch noch mal. Und ich gucke mich noch mal ganz kurz um, ob hier sonst noch was ist. Nö. Nichts. Gut. Dann können wir ja wieder klettern. Ach ja, genau. Moment. Bin ich jetzt grandioserweise eingesperrt? Nein, ich bin blöd. Ich muss ja noch einen weiter klettern. Sorry. Manchmal bleibt das aber so ein bisschen an mir hängen. Moment. Kann ich noch weiter? Nein. So, jetzt muss ich grandioserweise hier lang. Hier lang. Kann dann da lang. Ah, Moment. Genau, ich muss nämlich noch den Knopf drücken. Supi, weil wir müssen da rein.
Und dann kommen wir grandioserweise weiter. Sag mal. Paar Mal darf es sein, aber nicht tausendmal geführt. So. Aber jetzt wirklich, wir gehen hier rein. Setzen hier dieses ein. Und das sorgt dafür, dass da unten noch mal was aufgeht und ja, die beiden Kollegen da unten herumeiern. So, jetzt brauchen wir eigentlich theoretisch nur hier einmal hochklettern. Praktischerweise können dann hier rüber zum Wasser kommen. Eieieiei, Leute. Ah. So, ihr wisst selber ganz genau wie ich, dass das nicht der letzte war. Ganz schön aggressiver Dude. Du. Okay, aber jetzt müssen wir auf jeden Fall heilen. Oh Gottes Willen. Was sagt denn unsere Zeit? 12 Minuten etwas, okay. So. Das Schöne ist, jetzt haben wir, glaube ich, Ruhe. Ich speichere sie bei noch einmal, falls ich es noch nicht gemacht habe. So. Ein großes Lager. Das darf mal passieren. Mit vielen Kisten und... Ah, warte mal, die leuchtet mir so schön. Ah, meine ich doch. Es war super auffällig, dass sie so schön leuchtet, nämlich. So, ich kann aber mal wieder auf die anderen Waffen wechseln. Hier. Und speichere ich auch noch mal. Natürlich. So.
Das hat jetzt was gebracht. Wenn du halt einfach nicht weißt, was irgendein Schalter macht, das ist so ätzend. Das ist jetzt nicht passiert. Ach, YOLO. Ich glaube, wir kriegen sowieso noch eine Menge an Heilung. Okay, jetzt ist das hier zu. Und jetzt bin ich wieder komplett aus dem Plan. Autsch. Aber wo kam der denn überhaupt her? Hier ist nichts. Oder? Nee. Oder? Ah, okay, das macht halt das Tor da oben auf und zu. Das war's aber auch schon. Aber kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass mich das jetzt hier wirklich wieder nur zurückgebracht hat? Ja, toll, jetzt bin ich natürlich hier im Wasser gelandet. Weil ich so viel sehen wollte. Nein, ich muss ja hier sowieso klettern. Hat ja keinen Zweck. Gut, Bühnentür ist zugegangen. Wir haben aber wahrscheinlich was anderes dafür geöffnet. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sprich, das heißt ja, eigentlich müssten wir theoretisch, glaube ich, wieder zum Fahrstuhl, wäre eine Option. Okay, kannloserweise ist das halt nicht die einzige Option natürlich. Aber halt die einzig logische, gerade für mich. Ich fahre hier nochmal mit runter. Aber ich bezweifle jetzt, dass ich da in die richtige Richtung mich bewege mit. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, das waren die Platten, die runtergefallen sind. Also die Bretter, so gesehen. Aber was zum Teufel können wir denn noch hier unten machen? Nichts mehr eigentlich, ne? Ah ja, okay. Müssen wir halt wieder außen rum. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir sonst weiterkommen gerade. Aber ich habe mir das ja komplett angeguckt, tatsächlich. Den Levelaufbau.
Sprich, theoretisch weiß ich, wo was wie wann ist, aber irgendwie weiß ich es doch nicht. Ja gut, wir müssen ja so oder so nochmal das bei der Bühne aufmachen. Oh Gott, das Klettern ist halt eine grandiose Katastrophe hier in dem Spiel, ne? Möchte ich nur mal gesagt haben. So, komm. Noch zwei. Noch ein. Na also. Erstaunlicherweise funktioniert das sogar so. Hm? Vielleicht hier was machen? Ah, jetzt ist die Tür da unten wieder auf. Ja, okay, dann damit kann ich arbeiten. Gut. Dann ist aber trotzdem die Frage, was hat das uns gebracht? Gut, aber Leute, es ist gleich wieder so weit, dass der Timer durch ist, also sprich der Part durch ist. Ich nehme jetzt noch eine Flare. Speicher an der Stelle auch so. Und guck mich kurz nochmal um, was da so in den Seiten steckt. Weil da wird ja auch was sich verstecken. Aha. Okay, jetzt ist das hier der Aufbau anders. Moment. Heißt das, ich muss hier runter? Nee, das ist ja die normale Bühne. Ne? Spiel, warum? Also, mal ehrlich jetzt, warum? Ja, okay, also. Machen wir das doch kurzerhand mal anders. Wo war das noch? Ich glaube hier unter, ne? Genau. Ist das jetzt eine Art Schalterrätsel und ich muss die Schalter in der richtigen Anordnung geöffnet oder geschlossen haben, dann kriege ich eine Krise. Ach ja, natürlich ist das die Schiebekiste. Ja, Lara, ist in Ordnung. So, wie ein Fröschlein hüpfe ich da jetzt rüber. So. Halt, ich speichere vorher. Einfaches Prinzip. Na, eigentlich auch
Bevor ich mich hier komplett verhaspel. So, letzte Flair. Hat sich das jetzt auch wieder verändert? Nein. Hier ist aber wieder kantoserweise offen. Aha, und jetzt können wir von der Seite dahin. Okay, ich verstehe. Da kommt wieder so dieser Ach-so-Moment. Das heißt, dementsprechend sollte ich nicht von unten hierher, sondern von oben. Okay. Ja, gut, dann speichere ich nochmal. Ist ja auch total legitim jetzt, nachdem ich es herausgefunden habe. Dann kannst du sowieso hier den Hebel schalten. Moment. Gucken wir nochmal. Schalter ist umgelegt. Tür zu. Schalter ist umgelegt. Tür ist auf. Verstehe. Ja, okay. Ja, verstehe, ist doch in Ordnung. Also ich muss gerade dann springen, wenn der Beutel gerade rübergekommen ist. Also jetzt. Genau, dann kriege ich nämlich keinen Hit. Eieieiei. Ihr merkt, was das für ein Gefriemel ist. Das Schlimme, hier geht es ja auch noch weiter. Drei. Und leider vier. Und das ist dann auch zu viel. Okay, jetzt muss ich sogar hier mit Timing arbeiten. Okay. Perfekter Spot, nochmal um es zu speichern. Okay. Muss auch wesentlich weiter an einer der Seiten sein. Verstehe. Jetzt. Nein, nein! Ah, ich hasse das. Okay, die Kisten schwingen anders. Okay, da muss ich wirklich, wenn sie gerade weg sind, schon springen. Also jetzt. Ah. Oh, wir heilen. Und wir sind tot. Wir heilen. Wir nehmen andere Waffen.
Und wir laden. Okay. Ja, nehmen wir gleich die Autopistols und. Jetzt heilen wir. Und ist trotzdem noch scheiße. Leute, was ist denn das? Irgendwie muss das doch zu machen sein. Okay, theoretisch kann ich also das so machen. Okay, Leute. Diesem Problem widme ich mich in einem der nächsten Parts. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Star Wars, haut rein und ciao, tschüss.